So Leute, da sind wir beim nächsten Blackie Talk. Und wer sich jetzt denkt, hey, den Quatsch hatte er ja schon mal an und der sitzt am selben Ort wie Anfang des Monats. Ja, ich mache die Videos hintereinander, ihr bekommt das hier erst 2-3 Wochen später zu sehen, wenn ich das so lange hinhalten kann. Dieses Mal mache ich es ein bisschen anders mal wieder. Ihr merkt, ich experimentiere auch aktuell so ein bisschen mit den Blackie Talks rum. Ich habe mich dieses Mal nicht ganz so krass auf dieses Ding hier vorbereitet, sage ich mal. Normalerweise habe ich hier immer Notizen liegen, wo ich schon Dinge mir vorgeschrieben habe. Diesmal sind die Notizen sehr, sehr, sehr klein. Und dementsprechend wird das mehr freies Gerede von mir werden. Ihr könnt mir ja dann mal, nachdem ihr das Video geschaut habt oder mittendrin, mal so in die Kommentare schreiben, so ey, wir haben das gemerkt oder ey, wir haben das nicht gemerkt. Eigentlich war es sogar besser wie sonst. Vielleicht war es auch einfach schlechter. Dann hoffe ich, dass es beim nächsten Mal besser wird und ihr trotzdem wieder einschaltet. Dieses Rumexperimentieren, was ich hiermit tue, tut auch eine andere Firma. Was ein Übergang! Und zwar macht das Wizard of the Coast aktuell mit ihrem Frame. Viele Leute, die mich kennen, wissen, ich habe ganz, ganz früh angefangen. Ich habe mit dem Old Border gespielt, da gab es den New Border noch nicht. Dann kam dieser sogenannte New Border. Da haben sich Leute aufgeregt, ganz viele. Ich persönlich nicht. Ich fand den eigentlich ganz hübsch. In der 8. Edition fand ich den nicht so hübsch, aber Mirrodin, Darksteel, Fifth Dawn, die waren hübsch. Die fand ich wirklich hübsch und finde sie immer noch hübsch. Für mich immer noch, steinigt mich nicht. Der hübscheste Raum. Dann haben sie ja noch ein bisschen dran rumgevorwerkelt. Sie haben an den Farben ein bisschen rumgespielt, wie sie es vorher auch schon gemacht haben. Sie haben zwischenzeitlich sowas wie andere Border eingezeigt, die sie vorhatten zu machen. Wie zum Beispiel den Time Spiral Border, der ja einfach der Old Border im Endeffekt war. Also dieses Time Shifted. Dann gab es diesen Border mit der Seite. Bin mir nicht sicher, ob das Planar Chaos war. Nee, Planar Chaos war dann der Timeshifted Border, der einfach eine andere Farbe mit drin hatte. Das war sehr interessant, was sie da mit dem Border alles gemacht haben. Aber das waren immer nur so Kleinigkeiten. Das haben sie ganz schnell verworfen und sind einfach bei einem Border geblieben. Bis dann irgendwann die Fälschungen zu gut wurden und sie sich gedacht haben, hey, wir müssen noch ein bisschen was ändern. Der Border könnte ein bisschen neuer werden. Wir könnten ein bisschen dran rumschrauben. Und dann kam der Pioneer Border, sage ich mal. Das ist dann dieser Border unten mit diesem geschwungenen Teil drin und dem Punkt. Dann kam Collector Booster. Zwischenzeitlich gab es noch Ultimate Masters mit Extended Border und Foil. Das war richtig krass. Die Lilly, die damals gezogen wurde, wie 300 Euro oder so. Ich habe bei Nackt und Rosa ein Video gesehen, übrigens auch ja Kanal des Monats, ein Video gesehen, wo sie live so eine Karte aufgemacht haben, wo alle ausgerastet sind. Schön mittig zerreißen, schön mittig einmal. Vorsichtig. Lass Kimi erst anschauen, lass Kimi erst anschauen. Lass uns alle schauen und Max nicht. Das war mein Haus. Welche Farbe? Welche Farbe? Sag mal nur die Farbe. Das ist was Gutes. Demonic. Was ist es? Ach, du weißt es nicht. Nein! Krass, Liliana, in Extended Art in Foil als Boxtopper. Krass, wie übel das war. Wie, boah, das war Hammer. Davor gab es natürlich schon diese Expeditions und so weiter, die in jedem 40. Booster-Display, glaube ich, drin waren. Und dementsprechend halt auch super selten waren. Die bei uns im Laden wurden, glaube ich, 3 Stück gezogen. Das war richtig viel und richtig krass. Und alles, jedes Mal, wenn das gezogen wurde, so, eine wurde beim F&M-Booster gezogen. So, wow, what? Krass. Ja, und dann kam, wie gesagt, die Collector Booster, in denen halt sehr viel Foil war. Über das Foiling habe ich ja schon ein bisschen geredet. Das wird hier auch ein Fall sein, was hier passieren wird. Und auch das ganze Thema habe ich schon leicht mal angeschnitten in einem der Blackie Talks, wo ich gesagt habe, ich finde das gut, dass es Collector Booster gibt, weil die Karten werden dadurch günstig. Und hier möchte ich jetzt dieses Mal etwas anderes beleuchten. Wie gesagt, ihr seht es ja auch schon im Titel, ihr wisst das ja bereits, wenn ich sage, when everything is special, nothing is. Genauso sehe ich die aktuelle Lage. Wir haben jetzt in Modern Horizons 4 oder 5 Frames mit unterschiedlichem Seltenheitsgrad, mit unterschiedlichen Foilings und was nicht alles. Es gibt eine gesamte Liste von Wizard of the Coast, die dir erklärt, wo du welche Karte ziehen kannst. Das gab es schon bei Strixhaven, bei Collector und Set Boostern und so weiter, bei diesen Archives.
Weil da haben sie es ja auch schon so gemacht. Es gab den normalen Border, es gab den Extended Border, es gab das Archive. Full Art, also richtig dieses neue Artwork, gab es, glaube ich, nicht. Korrigiert mich, wenn es doch so war. Ich weiß es gerade nicht mehr. Dann gab es normales Foil, es gab Non-Foil, es gab Edged Foiling, was nicht das Edged Foiling ist aus Commander Legends, sondern dieses andere Edged Foiling, wo wir jetzt ja auch wieder ein anderes Edged Foiling... Edged Foiling beinhaltet echt eine ganze Menge. Und das war halt wirklich ganz, ganz strange. Und ich muss sagen, mittlerweile bin ich an einen Punkt angekommen, wenn ich einen Booster aufmache und da dann einen anderen Frame sehe, das ist nichts Besonderes mehr. Ich sehe eine Foil-Karte, das ist nichts Besonderes mehr. Ich sehe eine Extended Art-Karte, auch nichts Besonderes mehr. Die Karten an sich haben durch das dauerhafte Feuerwerk, was du in diesen Boostern hast, absolut den Reiz verloren. Das ist für mich wie eine Teilnehmertrophäe. So, ja, du hast an diesem Wettlauf teilgenommen, deswegen kriegst du ja eine Trophäe. Ich habe das als Kind nie gehabt. Ich musste mir meine Medaillen und sonst was verdienen. Deswegen habe ich auch nicht so viele. Und deswegen bin ich aber auch stolz auf jede einzelne. Ob das aus dem Schwimmen kommt, ob das vom Laufen kommt, ob das vom Magic kommt. Das von Yu-Gi-Oh! Kommt. Total irrelevant. Ich bin über jede Medaille und jeden Pokal froh, weil es eben nicht jeder einer bekommt. Nicht jeder macht irgendwie mal kurz so, okay, ich habe die Anmeldung unterschrieben, geil, kriege ich jetzt meinen Pokal, weil ich habe es geschafft zu unterschreiben. Und so sehe ich das bei Magic, bei den Boostern. Wenn ich hingehe und sage, hey, ich mache das Booster jetzt auf. Und ich weiß, da werden ganz großartige Teile drin sein. Auch in einem normalen Booster. Warum? Warum muss ein Booster aufgemacht werden, in dem nichts mehr sonderlich special ist? Natürlich, für die Preise ist das großartig. Für die Leute, die den Booster aufmachen, ist das grausam. Eine Sache, die ich nie vergessen werde, ist, mein bester Kumpel, Kenjin Dome, ihr kennt ihn, er macht relativ viel auch auf diesem Kanal mittlerweile, hat einen Booster aufgemacht von Hauptset 2021. Also noch gar nicht so lange her. Hat in diesem Booster einen Foil alternativen Art Basri gezogen. Ein Planeswalker in Foil und alternativem Artwork. 2 Euro. Erstmal beim Aufmachen natürlich, oh geil, jetzt guck mal hier, was ich gezogen habe. Und dann guckst du nach und siehst, dass du trotz Foil Mythic Rare in einem anderen Artwork in, wie gesagt, in Foil, du immer noch Minus am Booster gemacht hast. Genauso der Old Border. Dass sie den Old Border wiedergebracht haben zum zweiten Mal. War geil. Time Spiral, das Ding hat gepasst. Es gab damals Time Shifted Border, es gab jetzt wieder Old Border, also auch wieder Time Shifted Border. Hammer! Die Idee, mindblowing. Warum ist der Border jetzt in Modern Horizons 2? Was hat denn das Modern Format? Was ab dem Moment, wo der moderne Border anfängt, mit dem Old Border zu tun? Das habe ich nicht verstanden. Und warum muss dann in diese Booster, wenn es doch schon den Old Border Frame gibt, noch zusätzlich dieses komische Sketched Artwork rein? Also, das hier ist ein Rant-Video, das ist mir bewusst, aber es brennt mir halt auf der Seele, weil ich es nicht verstehe, wie man sein eigenes Produkt so gegen die Wand fahren kann. Also es gefällt mir überhaupt nicht. Natürlich, jeder findet dadurch das, was er haben möchte. Jeder hängt da und sagt, oh cool, ich finde den Border cool, dann kaufe ich mir den Border. Oh, ich finde den Border cool, der Border kaufe ich auch. Und wie gesagt, für den Zweitmarkt ist das eine großartige Sache. Zumindest für die Leute, die nur auf dem Zweitmarkt arbeiten und da kaufen und was nicht alles. Was ich ja eh fast jedem empfehle. Aber für jemanden, der einen Booster aufmacht, für die Hauptgruppe von Wizards of the Coast, von Magic-Produkten. Die erfreuen sich ganz kurz an diesem Feuerwerk. Danach haben die nur noch Asche in der Hand. Da kann ich auch wieder anfangen zu rauchen. Nicht, dass ihr das tun solltet. Nicht, dass ihr das tun solltet. Es hat mich Jahre gebraucht aufzuhören. Ignorieren wir das. Ich finde es halt schade, wie einfach nichts Besonderes mehr in Magic ist. So ein Video wie das mit der Liliana of the Veil von Nackt und Rosa wird es nicht geben. Warum? Es ist ja nichts Besonderes mehr da, einen Booster aufzumachen, einen Boxtopper aufzumachen. Boxtopper findet ihr in jedem von zigtausenden Collector-Boostern. Die haben alle Extended Foils drin oder Extended Arts. Plus Full Arts, die dann anderes Artwork haben. Die ja teilweise in M21 günstiger waren und teilweise immer noch sind, wie die nicht Full Arts. Da muss doch jemand mal aufwachen. Wenn eine Foil-Karte weniger wert ist wie eine Non-Foil-Karte, dann ist das Foil kein Sonderzeichen mehr. Nichts Special mehr. Nichts Besonderes mehr. Das ist genau die generischen Schrott, wie es in Non-Foil ist. Früher ein Foil in einem Booster zu haben, war was Cooles, war was Seltenes. Mittlerweile kriegst du in jedem Booster eine Foil. Auch das mit den Archives. Ich mag die Archives. Klasse Version, um Dinge zu reprinten, die wir brauchten. Demonic Tutor. Tiferous Protection.
diesen Karten, die wir brauchen. Vorher gab es nur die Liste, jetzt gab es die Liste und die Archives. Aber in jedes Booster? Deswegen mag ich die Liste so. Die Liste ist eine Liste an Karten, die in Set-Boostern drin sein können, die hinten dran sind. Das sind, ich glaube, 200 Karten oder so, ich glaube sogar mehr. Und diese Karten können zu einer gewissen Chance hinten in dem Booster drin sein. Die sind also seltener wie eine Foil. Jedes einzelne davon. Und da muss ich halt sagen, ich mag das lieber. Ich finde das cooler, so das Booster aufzumachen und ganz am Ende so eine, hä, was ist das denn? Old Border, wo kommt der denn her? Das finde ich cooler, als in jedem Booster eine Foil zu haben oder eine Full Art oder eine Extended Art oder was auch immer gerade für eine Showcase Frame ist. Showcase Frames waren am Anfang des Throne of Eldraine was richtig Cooles. Gab es relativ selten in Boostern und war wirklich auch mal was Besonderes, was Cooles. Wenn du so ein Teil gezogen hast, dann, oh cool, ach stimmt, hier gibt es ja diesen Rahmen, geil. Auch die Collector-Booster von Throne of Eldraine. Für viele Leute die schlechtesten Collector-Booster, weil sie vom Aufbau her noch die schlechtesten sind, was korrekt ist. Aber für das, was sie darstellen sollten, und zwar einfach nur bessere Booster, die eben Foil, Extended Art, Full Art und sonst was hatten, das war cool. Einen Foil-Oko zu ziehen, war damals noch was Besonderes, trotz Collector Booster. Das liegt dran, weil die Collector Booster sich über die Zeit geändert haben. Schon im nächsten Collector Booster mit Theros Beyond Death war es so, dass eben diese Extended Arts und Full Arts und Foils so schon angehoben wurden. Und der Border, dieses Besondere, sage ich mal, mit diesem Starlight, was es bei den Göttern und Demigöttern gab, war relativ schnell schon nichts Besonderes mehr. Weil, klar, man konnte den in den Booster ziehen. Und als ich beim Prelease hier saß und den in den Booster gezogen habe, dachte ich so, oh geil, voll das Besondere. Voll geil, voll krass. Ich habe in 6 Boostern einen so ein Teil gezogen. Das ist schon cool. Und dann habe ich gesehen so, yo, in jedem Collector-Booster sind 2 davon in Foil drin. Also ist meine Karte super entwertet. Und das ist ein Feel-Bad. Und das sollte ein Booster nicht sein. Ich finde es schade, dass man von diesem damaligen auch Outrage-Faktor. Ganz viele Leute fanden diese Expeditions halt ganz schlimm. Ich verstehe bis heute nicht, warum. Ganz viele Leute finden auch die Liste schlimm, wo ich auch nicht verstehe, warum. Vielleicht sehe ich das einfach falsch. Vielleicht sehe ich das auch einfach anders oder ich sehe bestimmte Dinge nicht, was gut sein kann. Aber für mich persönlich treiben diese 4-5 Frames mit verschiedenen splashy Effekten und was nicht alles, mich treibt das immer weiter weg von Boostern und immer mehr in Richtung sekundärer Markt, damit ich mir einfach die Version, die ich cool finde, kaufe. Und das kann ja nicht das Ziel von Wizards sein, den Zweitmarkt, den sie offiziell nicht sehen dürfen oder bespielen dürfen und wollen, auch wenn sie das mit Secret Layer tun, da sind wir uns alle einig, da Leute hinzutreiben. Das kann es ja nicht sein. Ich meine, es ist eine Marktstrategie. Ob es eine gute ist, weiß ich nicht. Und als dann eben die Extended Border, Full Arts und Showcase Border angefangen haben, richtig krass viel zu werden. Also ich rede hier jetzt noch nicht mal von dem, was in M21 war, sondern in Ikoria. Ich habe in Ikoria einen Booster manchmal 2, manchmal sogar 3 von diesen Showcase-Frames gezogen. Und ich habe ja mit dem lieben Christoph ein komplettes Display-Opening gemacht. Und zwar haben wir, glaube ich, 6 Displays aufgemacht oder 7 Displays. Und ja, nach dem ersten Display waren die Dinger schon nichts Besonderes mehr, aber wir hatten so einen Stapel davon. Was soll denn das? Wenn ich doch in jedem 4. Booster so eine andere Artwork finden kann, dann hast du doch was du sammeln kannst. Magic ist und bleibt ein Sammelkartenspiel. Nicht ein Living Card Game, wo jeder jede Karte hat. Aber das scheint durch die aktuelle Motivation, durch sekundären Markt wie Card Markt und andere Sachen einfach verloren gegangen zu sein. Und es ist noch nicht mal Rambling of the Old Man. Es ist nicht dieses, ja, also ich habe damals einen Booster aufgemacht, habe die Karte gespielt, die ich gezogen habe, das fand ich viel geiler. Nein, nein, ich finde es jetzt auch besser mit dem sekundären Markt, dass man nicht mehr tausende Booster aufmachen muss, bis man endlich mal die Karte gezogen hat, die man ziehen möchte. Weil es gab keine Online-Händler, es gab auch kein Internet. Ich finde das schon gut und die Entwicklung davon ist nicht schlecht. Es gibt ja immer noch die Leute, die sammeln, es gibt immer noch die Leute, die tauschen. Kennt ihr das noch? Eine Karte gegen eine Karte, traden. Ganz seltenes System. Aber das finde ich nicht schlecht. Weil ganz oft hatte man das, ja, okay, ich möchte die Karte von dir, hast du was? Nö, ich habe nichts von dir, ja, kann ich die abkaufen? Nee, ich trade nur. Das hat sich heute gedreht. Wo man ganz oft sagen kann, ja, okay, dann kaufe ich dir die einfach gerade ab. Was ist der aktuelle Preis? Das, hier hast du das Geld. Fertig. Das ist okay. Das ist alles super. Es geht mir nicht um die Preise, die du auf dem sekundären Markt hast. Es geht mir darum, dass Frames nichts Besonderes mehr sind. Einen anderen Frame zu ziehen, ist nichts Besonderes mehr. Und ich fühle mich in dem Moment, wo ich ein wirklich für mich angebliches Feuerwerk, was Wizard mir als ein Feuerwerk verkauft, aufmache, verarscht. Ich wiederhole, Foil, Alternative Art, Planeswalker, Mythic Rare, 2 €. Das macht doch keinen Spaß zum Booster aufmachen. Aber
Wie gesagt, es kann Rambling Old Man sein, es kann meine Meinung sein. Ihr wisst, ich habe es auch mehrfach gesagt, das hat auch Vorteile. Ich fand jetzt halt in Modern Horizons 2 so erschreckend, wie viele Frames wir haben. Weil bisher hatten wir so 3 bis 4 Frames. Modern Horizons hat mehr. Ich glaube, Modern Horizons hat 5 Frames, wenn mich alles täuscht. Und das muss doch nicht sein. Es ist was Besonderes wie die Mystical Archives, wo ich gedacht habe, oh cool, das sind coole Karten, die werden bestimmt mal irgendwann teuer, das sind seltene Sachen, die gibt es in diesem komischen Edged-Foil, was bestimmt auch echt cool und selten ist. Quatsch, totaler Mist. Die teuerste Karte ist ein Demonic Tutor für 20 Euro. In Foil, japanisch Foil, ja, reden wir nicht drüber. Aber das, was ich aus einem Booster ziehen kann, hinten dran ist eine Foil, dann ist er ein bisschen mehr wert, aber normaler kostet, glaube ich, 20 Euro. Ich bin mir nicht sicher, wie special das ist. Ich bin mir auch nicht sicher, wie special so ein Frame dann noch ist. Und da kommen wir eben genau zum Ende dieses Videos und zum Kreis dazu. When everything is special, nothing is. Und danach ist aktuell mein Gefühl bei Magic. Wir bekommen so viele Special Frames, Special Sets, Special Dinger, besonderer Frame, hier nochmal was anderes und hier was Besonderes. Früher hat man sich mit Leuten darüber unterhalten, wenn die eine Expedition auf Board gedroppt haben und gesagt, oh krass, eine Expedition. Spätestens nach Secret Lair, wo es dann auf einmal Full-Text-Länder gibt, wo es irgendwelche Special Artworks, die vorher alter Arts waren, das interessiert keinen Schwanz mehr. Und das sage ich jetzt so dreist, wie es ist und auch so hart, wie es ist. Die gucken da runter und denken sich, ja, okay, ja, dann müssen wir Geld ausgeben, nice. Eine Expedition so, oh krass, kann ich die mal angucken? Sehe ich selten, habe ich noch nicht gesehen. Hast du die gezogen? Wie, du hast die gezogen? Geil, krass. Okay, hast du einen Booster denn? Was war da sonst noch drin? Weißt du das? Weißt noch wann? Dann hast du eine Geschichte, eine Verbindung mit dieser einen Karte, die was Besonderes ist. Heute hat jemand eine Old Border Frame, und was heißt heute? Das ist ja noch nicht mal 2 Jahre her. Und es ist nicht so, dass das Environment sich hart geändert hat. Es ist nur nichts Besonderes mehr, weil ja, jeder was Besonderes ist. Ich rede jetzt noch nicht mal davon, was menschlich und so weiter und erziehungstechnisch bei uns abgeht. Wie gesagt, Lehrer, das ist einer der grausamsten Berufe aktuell, meiner Meinung nach. Weil wir werden nun mal auch so erzogen. Und nicht nur wir, die Erwachsenen, sondern auch unsere Kinder. Und das ist Thema für ein ganz anderes Video. Das lasse ich hier besser sein. Dementsprechend würde ich sagen, schreibt mir unten in die Kommentare, was ihr davon haltet, wie ihr davon denkt. Seht ihr das wie ich? Sagt ihr auch, hey, ich fühle mich nichts mehr, als wäre das was Besonderes, wenn ich sowas ziehe. Oder wenn mein Gegner das spielt, das ist nichts Besonderes mehr. Oder sagt ihr, nee. Das ist ganz wichtig, dass wir uns individuell genau das suchen können, was wir spielen wollen. Und dass wir das auch ziehen können, egal in welchem Booster. Und dass wir eine große Chance haben, das zu haben. Und dass der sekundäre Markt so runtergeht. Das überwiegt viel, viel mehr, als dass eine Besonderheit der Karte ist. Was eine legitime Meinung ist, und ich würde einfach nur von euch gerne wissen, habe ich was übersehen? Habe ich irgendwas, was ich nicht angesprochen habe und ähnliches? Sagt es mir. Bitte, bitte, bitte. Ihr wisst, Blechy Talks sind ein Stück weit mein Herz und meine Seele mittlerweile geworden, zumindest. Und ja, dementsprechend schreibt es mir rein. Ich freue mich und seid lieb zueinander. Bitte, bitte, bitte. Das ist ganz schlimm. Wenn ihr wüsstet, wie viele Kommentare ich teilweise blocken und rauslöschen muss, wo ich mir teilweise denke, so, ach nee. Und das heißt nicht, dass ich euch zensiere, das heißt, da sind aktiv Beleidigungen gefallen, wo ich mir denke, nee, das will ich nicht in meinem Channel haben. Und dann schmeiße ich die Leute auch. Also wenn ihr immer wieder seht, dass bei mir auch Abonnenten rausfliegen, das liegt dran, weil ich keine Beleidigungen. Ich möchte niemanden beleidigt haben. Ihr könnt konstruktiv diskutieren. Aber wenn ihr beleidigen wollt, könnt ihr auf Facebook, Cardmarket, eBay Kleinanzeigen gehen. Wir sehen uns dann. Bis dahin. Euer Blackseed. Ciao, ciao.